Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wie schon bekannt, immer wenn ich im Büro sitze, dann sitze ich vor meinem Rechner und dann schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge vom letzten Jahr an und werfen einen Rückblick darauf und fragen uns dann, schon gelesen oder suppt es noch? Und wir gucken uns jetzt zusammen den August 2019 an. Laut meiner Statistik sind 18 Bücher eingezogen. Also relativ viel, und auch dieser August sieht so ein bisschen danach aus, wie wenn relativ viel einziehen könnte, würde, und schauen wir einfach mal, was von den 18 Büchern ich schon gelesen habe, was noch offen ist, woran man sich ein bisschen erinnert, und natürlich dann auch die Frage, wenn was offen ist, warum es vielleicht noch offen ist, oder ja, schauen wir uns gemeinsam an. Ich wünsche euch jetzt mit mir zusammen gemeinsam viel Spaß. Und die Steffi sieht sommerlich braun gebrannt aus. Ich glaube, da bin ich kurz davor ja dann auch aus dem Ägyptenurlaub wiedergekommen. Und ja, wir starten mit Katharina Herzog, Fay, Herz aus Licht und Lava vermutlich. Habe ich auf jeden Fall gelesen, war ein fantastisches Jugendbuch. Kann mich tatsächlich an gar nicht so viel mehr erinnern. Ich weiß aber, dass ich es gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende gelesen habe, ob ich es abgebrochen habe. War, glaube ich, auch mein zweites Buch von Katharina Herzog. Ich hatte, glaube ich, vorher mal eine Liebesgeschichte von ihr gelesen, die ich auch gut fand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es hier so um Feen, Elfenwesen gegangen ist. Kann mich tatsächlich sehr schwach daran erinnern, weiß aber, dass ich es gelesen habe und auch ziemlich zeitnah. Es könnte sogar ein Rezensionsexemplar gewesen sein vom Löwe Verlag. Und leider nicht mehr so viel in Erinnerung. Dann das Buch von Ella Zeiss, Das Glück hat viele Seiten. Ich mag die Bücher von Elvira Zeisler super gerne und auch ihre Rocky Mountain Reihe, wobei es waren, glaube ich, nicht die Rocky Mountains, hat mir sehr gut gefallen. Die hat sie, glaube ich, unter ihrem anderen Pseudonym verwendet. Hier ging es auch um einen Buchladen und so richtig viel mehr kann ich mich gar nicht erinnern. Das Glück hat viele Seiten. Bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob mir das gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Ich glaube, ich habe es beendet, fand es auch okay, aber ich habe da wirklich relativ wenig Erinnerung dran. Mag aber sonst die Bücher, solange sie nicht Fantasy sind, von Elvira Zeisler super gerne. Oh, das Buch habe ich noch auf dem Sub. Die Verliebten des Winters, die Spiegelreisenden-Reihe, das ist der Auftakt, der erste Teil, der ist bei mir als Hörbuch eingezogen und es haben im letzten Jahr so viele Leute von dieser Reihe geschwärmt und aus dem Grund ist dann auch der erste Teil bei mir eingezogen. Ich glaube, mittlerweile ist der vierte schon da und ja, muss ich unbedingt lesen. Auch Fäulnis ist, glaube ich, auch der zweite Teil der Rabenringe-Reihe von Siri Patterson, habe ich gehört, leider abgebrochen. Ich fand Odins Kind, den ersten Teil, ja wirklich grandios. Und der zweite Teil war unglaublich verwirrend. Also da war ich wirklich irgendwie irritiert. Da war sprachlich anders, Perspektiven anders. Der Erzählstil anders wurde abgebrochen. Effi liest von Anna Moretti war definitiv ein kleines Highlight-Buch. Hat mir super gut gefallen. Spielt auch ein bisschen in der Zeit von, ich sag mal, Jane Austen und Ähnlichem. Also ich glaube so 1880 oder wie das war. Hat mir sehr gut gefallen. Gab es auch einige Zitate, die ich daraus rausgeschrieben habe. Fand ich richtig, richtig gut. Dann, da waren, glaube ich, Menge Exemplare in der Thalia oder in irgendeinem anderen Laden. Und ich habe mir, ich glaube, sogar zwei Bücher von Charlotte Lucas mitgenommen. Einmal Wir sehen uns beim Happy End. Und dann noch Dein perfektes Jahr. Und ich kann schon viel sagen, das Buch habe ich nicht gelesen. Es ist ungelesen aussortiert worden, weil mir Dein perfektes Jahr nicht so gut gefallen hat. Und ich es dann, soweit ich mich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann auch abgebrochen jetzt hatte. Im Juli oder Juni habe ich das gelesen. Und aus dem Grund, genau, ist das dann, fand ich irgendwie nicht so gut, hat mich nicht abgeholt. Hätte super schön im Regal ausgesehen. Aber ja, dann ist, wir sehen uns beim Happy End, ungelesen. Ausgezogen und wollte ich dann einfach nicht mehr lesen, weil mir der Stil einfach nicht so gefallen hat und ich auch so irgendwie es nicht, es war zu banal, wenn man so möchte, und konnte mich irgendwie nicht so richtig abholen, aber so ist das ja öfter mal bei Menge Exemplaren. Man denkt halt dann so im Spontankauf, es gefällt einem, könnte was für einen sein, aber so passiert das manchmal. Beziehungsweise von Michelle Birbeck habe ich auch gelesen, habe ich auch abgebrochen, hat mir leider nicht so richtig gefallen. Ich glaube, das war bei Thalia so, kaufe 5 und zahle dann nur noch irgendwas.
Ja, hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich glaube, das war, als Mascha aus Australien bei mir war, da waren wir, glaube ich, in der Thalia. Ich kam mit dem Humor von Michelle Birbeck überhaupt nicht zurecht und diesen vielen Wiederholungen, was Gefühle, Handlungen und Ähnlichem angeht. Und da war leider überhaupt nicht meins. Auch wenn die Story eigentlich ganz gut klang, dass sich da eben ein verheiratetes Paar irgendwie auseinanderlebt, das dann freundschaftlich probiert und nochmal in eine andere Richtung gehen möchte. Aber ja, es konnte mich leider überhaupt nicht fesseln. African Queen von Helge Timmerberg habe ich letztes Jahr gelesen. Ich mag ja so Geschichten, Reiseabenteuergeschichten ganz gerne. Ich fand das, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, ich hatte irgendwas anderes erwartet. Und war es dann ein Roman oder hatte ich einen Roman erwartet und das war dann irgendwie doch eher ein Sachbuch? Ich bin mir gerade unschlüssig, wie es war. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und fand es auch irgendwie okay. Ja, aber mehr kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen. Außer, dass ich das Cover nach wie vor super cool finde und natürlich bei African Queen man auch erstmal an den Film mit Humphrey Bogart denkt. Und Catherine Hepburn, ist das Humphrey Bogart? Ich weiß gar nicht. Ja, ein Highlight aus dem letzten Jahr ist Hashtag 10 Tage von Christoph Karasch. Das fand ich mega. Er war irgendwie Blogger oder war im Internet unterwegs, Kolumnist und hat dann beschlossen, in 10 Tagen umrundet er im Grunde die Erde. Er hat seine Community abstimmen lassen über Länder, die er bereist, was er auch da tun soll. Und ist dann im Grunde mit der Zeitverschiebung geflogen, war mega spannend, hat mir gut gefallen und war sehr toll erzählt. Auch der zweite Teil von Erebos von Ursula Ponslanski ist bei mir eingezogen, wurde auch recht schnell danach gelesen und hat mir gut gefallen, hat mich sehr abgeholt. Ich fand den ersten Teil ja grandios, wo es ja um ein Spiel ging. In Erebos 2 haben wir jetzt eine App, das heißt Ursula Ponslanski hat es ein bisschen in die Jetztzeit gepackt. Es war ähnlich fesselnd, packend und sprachlich sehr, sehr gelungen. Ich finde die Jugendbücher von Ponslanski lassen sich wirklich alle wunderbar lesen, machen viel Spaß und ja, so hat mir wirklich auch Erebos 2 gut gefallen. Ich war ein bisschen kritisch, weil natürlich, wenn nach einer längeren Zeit dann erst der zweite Teil kommt, denkt man natürlich immer, warum, aber mir hat es gut gefallen. Leider Tagebuch eines Buchhändlers war nicht so toll bei Sean bei Telly, glaube ich hieß er. Hier hatte ich zwar schon die Erwartung, dass es ein Tagebuch eines Buchhändlers ist, dass wir hier aber ständig seine Kasseneinträge lesen und so Banalitäten wie Kaffeemaschine gereinigt und keine Ahnung erfahren, fand ich irgendwie ein bisschen unspannend. Ich hätte mir mehr Kundengeschichten irgendwie erwartet und das fehlte. Ich bin Circe war ein Highlight im letzten Jahr von Madeline Miller. Ich habe danach auch noch das Lied des Achill gelesen. Ich weiß gar nicht, glaube ich, kam dann im Monat darauf. Ich habe das im Urlaub gelesen, habe es, glaube ich, am Flughafen auf der Heimreise angefangen und ich war fasziniert. Ich bin Circe, ist im Grunde eine Göttinnentochter, die verdammt wird und hat da auch ein bisschen einen Einfluss auf Odysseus und die Odyssee. Und ja, finde ich großartig. Ich finde, Madeline Miller kann diese Zeit wirklich ganz, ganz toll beschreiben. Schafft es, diesen, ja, im Grunde ja Legenden, ja, im Grunde auch Leben einzuhauchen und das echt anfühlen zu lassen. Und ich kann da beide Bücher, die ich von ihr gelesen habe, wirklich absolut empfehlen. Und ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ja, dann ist Himmeldonnerglöckchen von der lieben Zippi, Jasmin Zipperling, bei mir eingezogen. Wurde auch im August gelesen, war eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Und es ist ja jetzt auch der zickige Zuckerguss bei mir eingezogen, also Band 2. Und auf den freue ich mich jetzt auch schon. Und ja, hat mir super gut gefallen. Hat es geschafft, dass ich bei 30 Grad Ende August oder Mitte August wirklich Sommerfeeling verloren habe und Weihnachtsstimmung gefühlt habe. Und das ist wirklich großartig. Es ist mit vielen Illustrationen versehen. Es ist eine wunderschöne Geschichte von eigentlich einer Osterhäsin, die aber nicht so richtig zu diesem Osterhasengeschäft passt. Per Zufall mit einem Wichtel ja, in die Weihnachtswerkstatt wandert und ja, dort uns ein bisschen was über Weihnachten erzählt, über Engel, über Wichtel und über das Weihnachtsfest und natürlich auch das Osterfest. Und es ist eine wunderschöne Geschichte. Also sowohl perfekt für Ostern als auch für Weihnachten. Fand ich richtig schön, sprachlich richtig toll und auch wenn man ein paar Hintergründe noch von Jasmin weiß, ja, mir hat es wirklich mega gefallen. Ich freue mich jetzt sehr, sehr, sehr dann auch den zweiten Teil zu entdecken. Neun Fremde von Liane Moriarty ist dann ja, das nächste Buch. Da gab es ja Big Little Lies, was ich als Serie grandios fand. Ich glaube, ich hatte das Buch gar nicht gelesen, fand dann aber die Idee, dass wir in einem Hotel sind, wo sich eben neun Fremde finden, die alle irgendwie ein Geheimnis umgibt. Hatte das als Hörbuch da, gesprochen von Esther Schweins. War nicht ganz meine Stimme. Mir hat aber auch das Buch tatsächlich
nicht ganz so gefallen. Ich glaube, ich habe das sogar abgebrochen, weil irgendwie nichts passiert ist. Anderes, hier wieder ein Highlight von Adriana Popescu. Goldene Zeiten im Gepäck, eine großartige Geschichte von einer alten Frau im Altenheim, die unbedingt nochmal was erledigen muss, nochmal jemanden treffen will. Und von einer jungen Frau, die nicht ganz so koscher durchs Leben geht und die beide durch einen Roadtrip dann verbunden werden, der durch Europa führt. Und wir haben auch einen historischen Aspekt mit drin. Wir sind bei irgendwelchen Olympischen Sommerspielen, ich glaube 40 Jahre zurück oder ja, und da gab es ja auch noch die Trennung von Russland und der DDR und Deutschland war geteilt. Und faszinierende Geschichte, tolle Freundschaft, die sich entwickelt, zwei tolle Frauen. Die Geschichte hat super viel Spaß gemacht und hat mich sehr, sehr berührt. An vielen Stellen zum Nachdenken gebracht und am Ende dann auch das ein oder andere Tränchen sozusagen verloren. Es war richtig, richtig schön und Adriana schafft es einfach so toll, Dialoge und Geschichten zu erzählen. Da bin ich immer wieder überrascht und begeistert. Dann mit 80 Viechern um die Welt von Markus Huth. Endlich hier so ein bisschen ein Mann, der mit verschiedensten Tieren im Grunde zu tun hat, der sich als Haussitter und Tiersitter gleichermaßen bewirbt und da dann eben unterschiedlich in der Welt herumkommt, fand ich ganz gut. Und die Hüterin der Lieder von Ilka Tamke. War wohl irgendwie eigentlich ein zweiter Teil, das war aber nicht so richtig klar, beziehungsweise findet man den ersten Teil auch nur mit einem anderen Namen und das hat mich unglaublich verwirrt und wir sind hier auch recht weit zurück in der Zeit und ich weiß nicht, ob ich es total beendet habe, ich glaube, ich war so, so verwirrt, dass ich gar nicht so richtig damit zurechtkam und dann recherchiert hatte, wie es anderen damit geht und dann aber eben auch herausgefunden habe, dass das wohl ein zweiter Teil irgendwie ist, dass man die Vorgeschichte vielleicht gar nicht so wissen müsste, aber sie hat doch sehr viel Bezug darauf genommen, aber sie ist gelesen, ich glaube, wie gesagt, abgebrochen, aber dennoch zählt sie als gelesen und ich glaube, das waren sie jetzt auch schon, alle Bücher, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe und da ziehen wir doch gleich mal ein Fazit. Ja, und das waren sie jetzt, die 18 Bücher aus dem August 2019 und ich habe einen Daumen nach oben, das heißt, ein Buch ist noch nicht gelesen, beziehungsweise in dem Fall gehört und das sind die Verlobten des Winters, das habe ich aber wirklich noch sehr, sehr bald vor. Also ich möchte dann eigentlich auch so ein bisschen, wie ähnlich jetzt wie bei Nevernight sagen, jetzt sind alle Bände da und dann hört man sich die in einem Schwupps weg an, insofern einem eben der erste Band auch wirklich gefällt. Ich versuche ja, mich immer ein bisschen zurückzuhalten, dann gleich mehrere Bände mir zu besorgen, sondern schon als erstes den ersten Band zu lesen und freue mich hier aufs Hörbuch. Man hört, wie gesagt, sehr viele positive Stimmen und dementsprechend möchte ich mich denen dann auch anschließen und ein Buch ist ausgezogen, ungelesen, sowas passiert. Finde ich auch gar nicht schlimm, wenn man da einfach sagt, okay, man hat zu der Autorin vielleicht jetzt keinen Bezug, wie in dem Fall, und dann passt das auch. Ja, vielleicht kennt ihr ja die Verlobten des Winters auch und müsst jetzt unbedingt schwärmen, dann macht das gerne in den Kommentaren. Vielleicht kennt ihr ja auch ein oder das andere Buch, was ich jetzt schon gelesen habe, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und vielleicht auch, welche Bücher bei euch schon relativ lange auf dem Sub liegen und vielleicht auch, ob es bei euch irgendwie so Muster gibt, welche Bücher sehr oft länger auf dem Sub liegen. Lasst mich das gerne wissen, lasst uns da darüber quatschen, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.